So, wir wollen jetzt in den Pokémon-DLC rein. Beziehungsweise werden noch ein bisschen die Reste vom ersten DLC machen und anschließend dann in den zweiten reingehen. Wir waren ja beim letzten Mal in der Kitakami-Region, dem ersten DLC, das so ein bisschen an Japan angelehnt war, denke ich mal. Und haben da auch mit Ogapon den ganzen Stuff gemacht. Und ich habe anschließend dann noch mein Pokédex vervollständigt, damit wir jetzt noch die eine Quest mit der einen Lady machen, die hier irgendwo random rumsteht. Alan, danke für 29 Monate Treue. Super geil von dir. So, schauen wir mal, wenn es irgendwann mal fertig geladen hat. Ring, 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 ring. Banana Phone. Hallo Jesse, hier spricht Clavel. Hättest du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anliegen ungelegen? Halli, hallo, Hallöchen, Direktor. Oh, du wirkst aber gut gelaunt. Das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten, aber daher komme ich gleich zur Sache. Ruf an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte, das du nicht ausschlagen kannst. Ist dir die Blaubeerakademie in der einer Region ein Begriff? Ja, schon. Richtig, du hast ja zusammen mit den Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Der Direktor besagter Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Er möchte dich dort als Austauschschülerin willkommen heißen. Ich denke, es wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Art Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Dann können wir alles weitere besprechen. Nun denn, will dich nicht weiter stören, also hast sicher viel zu tun. Gib weiter auf dich acht. So, ja, wir gehen gleich zur Akademie. Wie gesagt, wir machen erstmal noch die eine Quest, damit wir wirklich hier auch alles abgeschlossen haben. So, hi. Wie passend, dass wir eben Schwarz-Weiß gespielt haben. Schon, ne? Oh, hallo Kleine, sag bloß. Du hast also mindestens 150 Pokémon-Arten der Kitakami-Provinz gefangen? Wow, das ist doch nichts Besonderes. Echt fantastisch, du bist wirklich etwas Besonderes, Kleine. Ich bin zwar schon länger in Kitakami als du, aber du kennst dich wahrscheinlich mit den Pokémon hier mittlerweile besser aus. Ah, da fällt mir ein. Da du so eine Meisterin empfangen von Pokémon bist, habe ich eine Bitte an dich. Okay. Schütze dich direkt rein, das gefällt mir. Dann gleich dir mal, worum es geht. Ich bin nach Kitakami gekommen, um ein bestimmtes Pokémon zu fotografieren. Aber so sehr ich auch suche, ich kann es einfach nicht finden. Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir etwas unter die Arme greifen würdest. Gerüchten zufolge soll dieses Pokémon richtig stark sein, musst du wissen. Wenn du es fangen könntest, wäre es bestimmt ein zuverlässiger Begleiter auf deinen Reisen. Sollte dein Interesse geweckt haben, würde ich mir gerne ein Bild von deiner Stärke machen. Wenn wir zusammen arbeiten, muss ich schließlich wissen, was du so drauf hast. Außerdem will ich ein paar Action-Shots von dir machen. Ja, komm. Kämpfen wir. Bist du bereit fürs Fotoshooting? Jo, klar. Ich habe keine Ahnung, was für Pokémon ich überhaupt dabei habe, aber schauen wir mal. Nee, das ist Kitakamis Next Topmodel, also KNTM. So, setzen Noctu ein. Okay, was habe ich überhaupt dann? Ogapon! Ach, Ogapon ist cool. Damit kann man kämpfen. Level? Zeig mir deine Schokoladenseite. Was, wenn ich eine Vanilleseite habe? Was machst du dann? Oh ja, das passt vom Level. Wo ist die Datenschutzrichtlinie, die unterschrieben werden muss? Gibt's nicht. Also wenn es um Eis geht, mag ich Vanille auch mehr als Schokolade. So ein Schokogeschmack allgemein. Also Schoko pur oder Schoko mit Vanille? Boah, weiß ich nicht. Wir haben wirklich nur die neuen Pokémon gerade alle dabei. Was kam jetzt überhaupt rein? Ich habe keine Ahnung. Lass mir Ogapon drin einfach. Ja, Fulipurba. Ja gut, dann bleibt ja auch drin. Danken, Keule! Ich glaube, ich wäre einfach ganz langweilig, würde sagen, ja, Vanilleeis, Erdbeereis, mag ich, passt. Aber kein Schoko. Schoko mag ich gar nicht so sehr als Eis. Irgendwie schmeckt das nicht so schön nach Schoko.
So, das war echt ein paar gute Fotos geliefert. Yay. So, du bist echt der Wahnsinn. Mir sind ein paar tolle Schnappschüsse gelungen. Ich denke, du kannst es auf jeden Fall mit Blutmond aufnehmen. Blutmond? Ja, Blutmond ist der Beiname des Pokémon, das ich aufspüren möchte. Es ist ein Ursaluna. Hast du schon mal von diesem Pokémon gehört? Vor langer Zeit waren sie häufig anzutreffen. Ursaluna haben normalerweise ein gelbes Muster auf der Stirn, das an einen Vollmond erinnert. Aber diesem Exemplar ist es ein roter Mond. Ein Mond, der aussieht, als sei er in Blut getränkt worden. Daher der Name Blutmond. Ursaluna, oder besser gesagt Blutmond, soll früher in meiner Heimat gelebt haben, als sie noch Hisui-Region genannt wurde. Anscheinend ist es irgendwann über das Meer nach Kitakami gekommen und hat sich hier niedergelassen. Mit deiner Hilfe kann ich es vielleicht endlich aufspüren und ein Foto von ihm machen. Und dann. Nein, Kleine, nein, Partner. Wollen wir Blutmond zusammen aufspüren? Klar. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich revanchieren. Blutmond wurde zuletzt nordöstlich des Uniyama gesichtet, im Immerwald. Geh schon mal vor und halte mich bereit. Komm, Fukano. Kano! So. Nein. Na, doch, vielleicht? Nein, auch nicht. Nein. Ja! Kann ich mich da irgendwie in die Nähe hinporten? Hier so halb hin. Was? Ach so. Ich kann auch nicht. Dann halt hier hin. Hä? Warum kann ich meine herunterladbaren Inhalte aktuell nicht nutzen? Clearmind, danke für 16 Monate Treue. Super geil von dir. Wieso kann ich mich da jetzt nicht importen? Ich bin verwirrt. Was will mir das Spiel damit sagen? Ich will doch einfach nur zu dem. Ich will doch einfach nur dahin. Na gut, dann laufe ich halt. Aber ich spiele doch gerade den DLC. Wie kann er die DLC-Daten nicht runtergeladen haben? Ich habe keine Ahnung. Ah, schon sagen, dann konnte ich auch keine Items aufheben. Was ist das denn da? Einfach überall alles mit Leuchte-Leuchte-Stuff. Ja, das ist lustig, wenn das immer wieder ein neuer Bug wäre. Ich verzichte drauf, ausnahmsweise mal. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Ich konnte es nämlich da drin nicht sehen. Euch habe ich dabei auch nicht gesehen. Da muss ich irgendwas drücken, um den DLC Orgel irgendwie richtig runterzuladen? Keine Ahnung. Ich dachte, wenn er am Anfang nichts sagt, dann hat er den DLC halt auch runtergeladen. Weiter. Also wir können mal gleich, wenn wir hier fertig sind, das Spiel nochmal neu starten. Und gucken, ob es irgendwie noch updaten muss. Oh, das ist eine TM. Aquavelle, okay. Zu meiner Zeit hat man noch gute Attacken in die TMs gepackt. Da oben? Hier richtig? Ah, fast. Einfach geradeaus. Da hinten im Wald.
Vulcano, you okay? Ja, stimmt, eigentlich kam der Anruf, also habe ich das Update, ja. Sehr schön, super, genau so. Los, zeig mir mehr von deiner niedlichen Seite. Hallo? Fufuka! Ah, da bist du ja, Partner. Wenn ich ein niedliches Pokémon sehe, kann ich nicht anders, als auf den Auslöser zu drücken. Verputzt die Onlyfans hat? Hm. Also hier in dem Wald wurde Blutmond gesichtet. Das war nachts bei dichtem Nebel. Creepy. Man sagt, in nebligen Nächten zeigen sich andere Pokémon als sonst. Das trifft bestimmt auch auf Blutmond zu. Das ist etwa mein Liebling von eben. Willst du noch ein paar Schnappschüsse machen? Ah ja, das! Au, au, au. Das. Okay. Aui! Zwei, zwei, zwei. Ja. Krankenkeule ist halt schon eine coole Attacke. Ah, hab ich mich erschreckt. Zum Glück ist meine Kamera heil geblieben. Danke, Partner. Kano! Hey, dir natürlich auch dankbar. Das Ariado tut mir ein bisschen leid. Ich hab bestimmt nicht damit gerechnet, das hier auf Menschen zu treffen und ist vor lauter Schreck angegriffen. Wir sollen ein Zelt aufstellen, damit die Pokémon in der Gegend leichter merken, dass wir hier sind. Das Schemenzelt! Das sieht ja witzig aus. Das ist einfach so totally Gracies Zelt. Ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Zelt macht immer noch was her, oder? Mein Vater benutzt es nicht mehr, also habe ich es mir einfach geschnappt. Das wird unser Lager für unsere Nachforschungen zum Blutmond sein. Kano! Blutmond ist offenbar viel vorsichtiger als andere Pokémon. Deswegen bekam das kaum ein Mensch hier zu Gesicht. Dafür, dass wir Schemen vorhin geblamed haben. Ja. Ich würde sagen, wir sollten erstmal gründlich die Gegend erforschen. Also Partner, deine Aufgabe wird es sein, Pokémon zu fotografieren. So speziell jene Pokémon, die in nebligen Nächten hier in der Gegend auftauchen. Versuch so viele verschiedene Pokémon wie möglich vor die Linse zu bekommen. Dann gebe ich die Daten an meiner Pokémon-Ortungsmaschine ein und die filtert dann nach und nach die Signale der anderen Pokémon heraus. Und so spuckt sie am Ende den Aufenthaltsort von Blutmond aus. Okay. Wie mache ich Fotos? Echt, du hast die Erklärung eben verstanden? Ich habe nur wiederholt, was in der Anleitung aus dem Secondhand-Laden stand. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie das Ding funktioniert. Bisher habe ich herausgefunden, dass hier in der Gegend in nebligen Nächten ein paar Dutzend Pokémon-Arten auftauchen. Am besten teilen wir uns die Arbeit auf. Also schieß bitte Fotos von 10 Pokémon-Arten. Mit vereinten Kräften werden wir Blutbund sicher ausfindig machen. Ach ja, achte darauf, dass die Pokémon schön groß auf dem Foto zu sehen sind. Damit unsere Fotomotive nicht weglaufen, solltest du auch kein Reit-Pokémon benutzen. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Dann warten wir im Zelt auf den Nebel bei Nacht. Bin bereit. Ja, Low-Budget-Pokémon-Snap. Aber halt wirklich in schlechter Grafik. So. Dann wollen wir mal. Ah, so gehe ich in die Kamera-App. Okay, knipse Fotos. Oh, in der Hocke kann ich nicht. Zählt das? Ein Mogelbaum. Okay. Cool. Die Musik kommt mir bekannt vor. No! Hau nicht ab, Kleinstein! Komm zurück. Wo bist du?
gehauen. Ah, der Ewigwald. Ist das gut genug? Ah ja, Lichtel. Okay, passt. In den Baumwipfeln. Hm. Da ist mal wieder Mogelbaum. Da vorne ist was. Ein Bibarak. Das ist eigentlich eine ganz coole Mission, muss ich ganz ehrlich sagen. Hattest du schon ein bisschen langweiliger erwartet, als es hieß, ich soll hier Pokémon fotografieren, aber eigentlich? In der Höhle ist doch sicher jemand. Ja, ich sehe da vorne irgendwas. Nicht nur eins. Ach, Mulung. Was gerade den Hintern angehoben hat. Der wollte mich anfurzen. Ganz einfach. Jetzt, wo ich das hier so spiele, Mogelbaum, chill, Pokémon Snap könnte ich eigentlich auch mal streamen. Also das Neue. Das Alte haben wir ja schon mal gestreamt. Aber das neue Snap dann auch mal. Da ist noch ein Lichtel nochmal. Haben wir was für nächstes Jahr auf jeden Fall. Aber ich sehe schon, es findet auch etwas Anklang. Das ist auch ein Zwirlicht. Reicht das? Ja, das reicht. Was? Als ob die das Kleinstein gezählt hat. Frech. No, wait, es ist wieder da. Schnell fotografieren, bevor es abhaut. Ich habe ja Snap 1, 2 im Barber bei Svenja auch gespielt, als sie es gestreamt hat. Aber ich denke mal, das können wir auch auf jeden Fall machen nächstes Jahr. Vielleicht bin ich ja doch ein guter Fotograf. Was haben wir denn da? Primova, ne? Hießen die? Aber so nah dran muss ich sogar gar nicht. Die Entfernung würde wahrscheinlich schon ausreichen, ne? Oh, never mind. Nichts gesagt. Ja, Primova. So, noch drei. Hier im Wasser irgendwas? Da vorne sehe ich doch was, oder? Zapladi? Was passiert, wenn ich ins Wasser rutsche? Ich darf ja Koraidon, darf ich ja nicht rausholen. Muss ich dann einfach ertrinken, elendig? Samurzel! So, eins noch. Da ist nochmal Mogelbaum. Oh, Loturze. So, und dann haben wir auch das letzte Pokémon. Forschung beendet. So. Wenn wir
zusammennehmen, haben wir Fotos von allen Pokémon im nebligen Wald gemacht. Wir haben es geschafft. Ich bin dir wirklich total dankbar. Fuka! Lad die Daten gleich mal auf die Pokémon-Ortungsmaschine. Scheint noch eine Weile zu dauern, bis die Daten analysiert sind oder so. Übrigens sind die Fotos, die du geschossen hast, wirklich toll geworden, Partner. Worauf achtest du, wenn du Fotos machst? Die Realität abzubilden. Achso, die Realität abzubilden. Du fotografierst also Pokémon einfach in ihren natürlichen Lebensraum, ohne Ausschmückungen. Der Booty-Shot. Weißt du, ich stecke gerade in einem kreativen Tief. Egal, was ich tue, nichts läuft so, wie ich es will. Dabei wurde ich immer als Fotografie-Genie gefeiert, als ich klein war. Aber seit einigen Jahren fehlt meinen Fotos einfach das gewisse Etwas. Sie erhalten keinerlei Anerkennung, von Preisen ganz zu schweigen. Es geht jetzt schon so lange. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch Fotos mache. Fuka! Als mir das Gerücht über Blutmond zu Ohren kam, dachte ich, vielleicht verändert sich ja etwas in mir, wenn ich ein so beeindruckendes Pokémon fotografiere. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hergekommen. Nicht aufgeben! Danke, Partner. Tut mir leid, dass ich dir hier was vorgeheult habe. Tüdelü, tüdelülülülülü, tüdelülülülülülülü. Wieso sind die Daten fertig analysiert? Aber die Melodie dazu. Sie klang genauso wie meine Waschmaschine, wenn sie fertig ist. Okay. Das ist ja ein Ding. Haben die Melodie einfach wieder verwendet. Ein paar Lulu. Okay, mal sehen. Es gibt nur ein Signal, das sich nicht mit den Daten deckt, die wir im Wald gesammelt haben. Das muss Blutmond sein. Endlich wissen wir, wo es sich aufhält. Durch das Gespräch mit dir fühle ich mich irgendwie ein wenig angespannt. So befreit. Wenn sie recht ist, würde ich direkt zu Blutmond gehen. Bist du bereit? Yes. Wobei, hätte ich vielleicht vorher einmal speichern sollen zum Fangen. Endlich ist es soweit. Auf geht's. Ansonsten schmeiß ich einfach den Meisterball drauf. Falls ich einen habe. Und gut ist. Endlich werde ich Blutmond begegnen. Ich werde es auf jeden Fall fotografieren. Mehrzahl bist du mein Bodyguard, okay, Partner? Fukafu? Du natürlich auch. Okay, dann mal los. Das unidentifizierbare Pokémon-Signal müsste von hier gekommen sein. Es ist so still. Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Du hast recht. Bum, bum. Ich höre Schritte von etwas Großem. Rushel. Der sieht schon echt stylisch aus. So. Tag seiner Stirn, ein roter Mond. Das ist es, das ist Blutmond. Es existiert wirklich. Ursa? Kano? Ah ja, meine Kamera. Braves Pokémon, halt schön still. Oh, tut mir leid, der Blitz. Ursa! Fukano, schaffst du das? Nein. Bist du verrückt? Sieht nicht so aus. Wie steht's mit dir, Partner? Easy. Okay, sorry. Danke, du schaffst das. Ich habe auch einen Ursaluna hier. Beziehungsweise gleich 4 Stück. Ah, ich muss ihn auch anscheinend besiegen, ne? Erstmal. Sogar die Kampfmusik aus Legenden Arceus. Cool. Ja, ich muss ihn wirklich besiegen. Ich kann ihn nicht fangen. Du bist doch sicher ein Boden-Pokémon, oder? Ja. Wobei, du bist ein Boden-Pokémon. Ich bin Feuer, ne? Das könnte gleich sehr wehtun. Ill. Aber ja, es sieht sehr stylisch aus. Kann ich eine Rankenkeule machen? Tut die auch weh? Na, ich glaube, da war das Holzgeweih besser. Ich glaube, er will mir gleich sehr wehtun. Ich mache ihn sicherheitshalber mal langsamer. Damit alles in meinem Team schneller ist. Blutmond. Erstmal tot gecrittet. Junge, läuft. Fatalitscher.
Los! Was können deine Attacken eigentlich nochmal? Oh, das kann, damit kann ich ihn verbrennen. Let's go. Nice. Mit vollem KP zu Tode critten. Es geht weiter mit dem Fluch aus der Wet Link. Ja. Aber hier ist es ja nicht schlimm. Hier ist es ja keine Nuzlocke. Also der möchte mir echt wehtun, der Sack. Bist du speziell? Das sind alle spezielle Attacken, ne? Danke. Wie viel Schaden macht Schmarotzer? Nichts. Okay. Danke übrigens auch an den Chat. Guck ihn an, sieht aus, als wäre er nett. Nein, eigentlich kein bisschen. So, Sir Apfel. Oh nice, sein Ausweichwert ist nochmal gesunken. Was macht die Sirup-Bombe? Boah, vielleicht hilft das was. Er will mich einfach nur noch zerstören. Er will mich tot sehen. Drauf. Macht das noch irgendwie Schaden? Das geht. Ich glaube, Blutmond könnte auch so eine Attacke sein, die kannst du halt nicht zweimal hintereinander einsetzen. Ähnlich wie halt der Riesenhammer von Gran Forgita. Deswegen kommt er auch nur jede zweite Runde. Bonino, du hast eine Kampfattacke. Willst du es wissen? Kannst du mir gerne sagen. Nehmen einfach das Osaluna und brechen es durch. So gut es geht. Erdkräfte. Oh, aua. Nun. Es ist die spezielle Normalversion von Riesenhammer. Ja, also wirklich nur jede zweite Runde. Ersten Flügelschlag, ne? Vielleicht belebe ich gleich mal was wie... Ah, Moment! Ich bin gar kein Flug-Pokémon! Ich vergesse das ständig! Ich denke mal, Beatori ist ein Flug-Pokémon, aber nee! Und er jetzt gleich so, Erholung. Und ich so, Scheiße. Hab ich? Top-Beleber? Ja, 20 Stück sogar was. Rogapon. Ich glaube, wir brauchen gleich einmal deine Rankenkeule. Das bisschen werde ich ja wohl noch abgezogen kriegen. Also eigentlich sind die beide gleich stark. Aber habe ich eine hohe Volltrefferquote, also probieren wir das. Oh, nice. Da ist deine Chance, es zu fangen. Okay. Ich habe sogar nicht mal die Wahl, es nicht zu fangen. Ja, dann. Pokéball drauf. Ich denke mal, es bleibt eh safe drin. Nice! Es ist doch wirklich die ganze Zeit die Legenden-Arceus-Musik, auch jetzt mit dem Fangen gerade.
So, Ursa Luna, es überquerte den Ozean und erreichte fremdes Land, wo es ums Überleben kämpft und dabei besondere Fertigkeiten und Merkmale erlangte. Können wir eigentlich auch ins Team packen, ne? Weil ich mach das gleich, sobald ich die anderen mal geheilt habe. So, und damit ist auch der Kitakami-Dex voll.